Hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Nachdem ich euch vom Leos Schmollanfall erzählt habe, könnte ich euch noch was anderes erzählen. Also meine Mom und ich, wir reden ja sehr viel. Also wirklich, wenn das, was wir reden, Platz versperren würde, glaubt mir, egal wo ihr auch immer ihr sitzt, selbst wenn ihr in China sitzen würdet, ihr würdet noch eine Gesprächsblase von uns abbekommen. Ja. Und so kommt es eben auch, dass wir über die Folgen von Corona geredet haben. Und zwar jetzt nicht die gesundheitlichen, sondern die nachfolgenden Konsequenzen. Und ja, und dabei ist auch das Thema auf einen Fernsehsender gefallen, der jetzt den Betrieb einstellt wegen Corona, weil sie keine Synchronisation mehr von ihren Filmen haben und so weiter. Und die nachfolgenden Worte könnten böse aufgefasst werden, sind auch ein bisschen böse gemeint, aber sie sind eben auch leider wahr. Nämlich, es ist wirklich ein bisschen eine faule Nummer zu sagen, wir müssen unseren Betrieb einstellen, nur wegen Corona. Also wenn 6 Wochen ein bisschen weniger Einschaltquoten dich so stören, dann war vorher was schon nicht in Ordnung. Das ist immer so mein Lebensmotto. Wenn etwas innerhalb von einem Zeitrahmen von unter einem halben Jahr kaputt geht, dann ist schon vorher etwas nicht in Ordnung. Das gehört ja, ist so grundsätzlich meine Einstellung zu allem. Ich glaube das, wenn es um Lebensmittel geht. Ich glaube das, wenn es um Geschäfte geht. Ich glaube das, wenn es um Beziehungen geht. Und ich glaube das, wenn es um Wetter geht. Egal wie. Sobald etwas in einem kürzeren Zeitrahmen als 6 Monaten kaputt geht, glaube ich, dass da vorher schon was nicht ganz in Ordnung war. Und wenn ein Sender, der natürlich auch ein spezielles Programm hatte, nun mal, weil es um indische Filme ging, C1, kann man ja jetzt auch sagen, ich meine, den Sender gibt es ja nicht mehr. Wenn ihr das Video seht, gibt es den Sender schon eine Weile lang nicht mehr. Ist echt wahr. Ich meine, heute, wenn ich heute das Video drehe, gibt es den Sender noch, warte mal, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, noch 4 Tage gibt es den Sender und dann ist schon weg. Also, ja, entschuldigt. Ja, und ich finde das ehrlich gesagt, ist das nicht das erste Mal, dass mir sowas aufgefallen ist. Als ich ein Kind war, gab es ja auf RTL 2 immer das Nachmittags-Anime-Programm. Und ich habe in der Schule jedes Kind drüber reden hören. Ich habe das angeguckt und unsere Schule war jetzt nicht so klein. Ich höre ständig, wenn ich Videos gucke von Leuten aus meiner Generation, ja, ich habe das gesehen. Wenn ich mir anschaue, welche Beliebtheit diese Animes und Mangas haben in Deutschland, zum größten Teil in der Community, sage ich, das war's nicht, das waren nicht wenige. Und dann, vor ein paar Jahren, haben sie den Betrieb eingestellt mit dem Satz, die Einschaltquoten waren zu niedrig. Wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, was erwartet ihr, dass alle Erwachsenen das angucken? Was glauben die denn eigentlich? Also, und ich finde das immer so eine Schrottgeschichte, wenn man irgendwelche Gründe benennt, also so nach dem Motto, das und deswegen hat es nicht funktioniert, deswegen ist unsere Firma jetzt pleite gegangen, deswegen haben wir dieses Sendeformat eingestellt, deswegen läuft das jetzt nicht mehr, dann finde ich immer, das ist eine Ausrede. Ich muss sagen, für mich klingt es immer so wie Ausreden und jetzt sind wir an einem Punkt, wo es nur um meine persönliche Meinung, meinen Eindruck und meinen Blickpunkt dazu geht. Lass die Kabel in Ruhe. Die guckst du nicht mal an. Nein, Kabel guckt man nicht an und Kabel frisst man auch zweimal nicht. Schatzi, lass es. Entschuldigt. Da geht es jetzt wirklich nicht darum, dass es etwas ist, wo ich denke, dass andere Leute auch dieser Meinung sein sollten. Aber es ist eben für mich so ein Punkt. Und ich sage, wenn jemand sagt, ich habe nur wegen einem ganz kleinen... Das war übrigens Kamerakind Leo. Es tut mir leid. Okay, ja. Das war jetzt Leo. Der ist, ihr müsst wissen, ich drehe ja immer mit einem Stuhl, also mit einem Hocker. Und da drauf steht meine Kamera. Und Leo findet, dass dieser Hocker ihm gehört. Und dann kann es dazu kommen, dass er den Hocker hochhebt und versucht umzuschmeißen. Und heute hat er ihn erfolgreich... Oh, ich wünschte, ich hätte eine Kamera, die gezeigt hätte, wie er es umgeschmissen hätte. Aber ja, er hat es auf jeden Fall... Das war Leo. Aber meine Meinung, zurückzukommen zum Thema, wo wir eigentlich hatten, ist wie folgt.
Ich glaube, Leute, die sagen, aufgrund von einer Problematik, die sich erst vor kurzem eingestellt hat, sind eigentlich Leute, die sich nicht eingestehen wollen, dass sie von Anfang an ein Fehlmanagement hatten, dass es nicht so funktioniert hat, wie sie es in ihrem Kopf geplant hatten. Die denken, dass die sich irgendwann mal gedacht haben, ja, ich versuche es da und damit. Und dann in dem Moment, wo es dann nicht klappt, brauchen sie eine Ausrede und einen Außenschuldigen. Und finde, es gibt nichts Schlimmeres, als Außenschuldige zu suchen. Weil man ist selbst nicht immer schuld, aber man muss auch nicht die Schuld an andere abgeben. So nach dem Motto, nur weil ihr es zu wenig geguckt habt, ist es jetzt weg. Oder nur weil du nicht da warst, sind wir pleite gegangen oder irgend solche Sachen. Ich finde, das ist dann immer eine ganz schön feige Nummer und vor allem, wenn es an einer solchen kleinen Kleinigkeit liegt, dann ist es nicht so, dass es irgendwie nur diese Person betrifft, sondern dann sollte man sich mal überlegen, wo ist das eigentliche Problem und was ist das eigentliche Problem vor allem auch. Ja. Also ich glaube, also mal ganz ehrlich, mein Vater, ihr wisst schon, Big Daddy, der große Mann, Winnie Two mit den nicht stinkenden Socken, Winnie Two mit den nicht stinkenden Socken, der hatte ja schon immer Rheuma. Also er ist ein kranker Mann, kann man so sagen. Also nein, nicht im Sinne von. Gesundheitlich krank. Und der hat gearbeitet, seitdem er 16 Jahre alt ist. Als ich 16 war, war meine größte Sorge, und das ist jetzt kein Witz, ob ich Barbie kaufe oder nicht. Das war damals meine größte Sorge. Und mein Vater hat in dem Alter schon angefangen zu arbeiten und sich ein Leben aufzubauen. Was voll krass ist, das ist jetzt ein Funfact am Rande mal kurz. Mein Vater war 26, 27 um den Dreh rum, als er mich adoptiert hat. Und der Witz dran ist, ich bin jetzt genauso alt wie er. Und ja, krass, ne? Wenn ich mir das vorstelle, wenn ich mir das jetzt einfach mal so überlege, ich hätte es an seiner Stelle nicht geschafft. Und das zeigt, dass mein Vater eine unglaubliche Reife hatte zu dem Zeitpunkt. Wo die wohl geblieben ist. Nein, mein Vater ist wirklich fabelhaft. Das Tolle ist, er ist mein Vater, mein bester Kumpel und mein Spielfreund. Also mit ihm spiele ich so gerne wie mit niemandem anders. Oh, das ist jetzt, wenn das jetzt jemand anders sieht, mit dem ich schon gespielt habe. Aber es ist halt wahr. Er ist nun mal mein Daddy. Er hat einen anderen Stellenwert. Lebt damit. Ja, aber was ich sagen wollte, mein Vater, der hat, als er 27 war, hat er ein Geschäft aufgemacht. Also meine Mutter und er haben damals ein Gebäude gekauft, ein Kind adoptiert. Meine Mutter war zwar zu Hause, aber mein Vater hat gearbeitet. Teilweise hat er bis um 4 Uhr nachts gearbeitet, ist dann nach Hause gekommen und um 6 Uhr morgens ist er wieder zur Arbeit gefahren. Und das alles, obwohl er krank war. Und er war auch Geschäftsführer. Und das Geschäft von meinem Vater, wenn er jetzt nicht vor ein paar Jahren gesagt hätte, es ist ihm zu viel Verantwortung in Anbetracht seines Gesundheitsstatus und so. Und auch meine Mutter nicht gesagt hätte, ja gut, dann muss ja nicht, ich brauche keinen Geschäftsführer als Ehemann, ich mag dich so oder so. Und ich mein Vater auch nicht, ich mag meinen Vater auch, egal wie er ist. Wobei, das stimmt nicht ganz, ich mag ihn am liebsten, wenn er seinen Bart trägt. Wenn er den nicht trägt, dann mag ich ihn 1% weniger. Ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass mein Vater auch nie irgendwelche Ausreden gesucht hat, wenn es nicht gelaufen ist. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich heutzutage jemand bin, der, auch wenn er selbst nicht in der Berufswelt ist, immer das Gefühl hat, wenn jemand sagt, es funktioniert nicht deswegen, 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 dass ich das Gefühl habe, das ist nur faule Ausreden, weil ich mir immer denke, mein Vater, der hat es ja auch irgendwie geschafft. Könnte sein, Mami. Könnte das sein, dass es daran liegt, Mami? Was? Naja, dass ich da so unbarmherzig bin, verhältnismäßig. Könnte sein. Naja. Wir werden es nie rausfinden, endgültig, weil ich krieg keinen anderen Vater und meine Meinung dazu werde ich nur anpassen können, wenn ich danach irgendwann mal eine Situation habe, wo ich das sehe. Also, naja.
Das war alles, was ich euch erzählen wollte. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch kennt, dieses, wenn irgendwie Leute sagen, es funktioniert nicht, weil irgendwas und man das Gefühl hat, das ist eigentlich nur eine Ausrede. Eine Ausrede, ums eigene Ego zu streicheln, mehr oder weniger. Oder um sich etwas nicht eingestehen zu müssen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.redmeatoutlook.com. Ich werde jetzt gucken, dass Kamerakind Leo wieder unter meinem Stuhl vorkommt und ja. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.